Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich mir mein Gebetsjournal bzw. mein Glaubensjournal schon bereitgelegt. Und das war ja die erste Seite, die ich letztes Mal gemacht habe. Dazu habe ich mir ein Washi dazu bereitgelegt, weil ich möchte jetzt nämlich diese Seite hier anfangen. Und zwar hatte ich zwei Träume, die ein bisschen aufeinander aufbauen. Genau, vielleicht erzähle ich die Träume nachher einmal kurz, aber dazu möchte ich auf jeden Fall mir Kästchen schaffen, wo ich diese Träume festhalte. Genau, das waren auf jeden Fall wichtige Träume und deswegen möchte ich die festhalten und habe mir jetzt überlegt, ich möchte so einen Rand machen. Ich schneide mir hier gerade mal das einmal ab, dass ich hier eine gerade Kante habe. Und ja, ich habe hier schon ein bisschen mehr abgepult, damit das nicht mehr so dolle klebt. Damit ich es nachher dann von dem Papier auch gut runterkriege und irgendwie ärgert mich die Rolle gerade. So, und zwar werde ich dann, ich werde mal gucken, ich glaube, ich lasse so zwei Punkte frei. Ja, das ist ganz praktisch, ne? Wenn man jetzt hier die Punkte hat, da kann man gut drin lang kleben. So, und hier werden dann zwei Punkte vorbei. Zack. Schubi. Nummer 1. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich glaube, ich fange von der Seite hier an, aber ich muss das nochmal abrollen und hier nochmal ein bisschen schon mal irgendwo hingeklebt haben, dass das ein bisschen Klebekraft verliert. Und das, ich habe jetzt extra eins gewählt, was sowieso schon nicht so tolle klebt. Ach ja, hier hatte ich ganz oben direkt angefangen und dann bis runter, wo dann noch zwei Punkte über sind. So, ob ich das so gerade hinkriege. Ich hoffe es. Ja, sieht ganz okay aus. So, und dann, ja, auch hier. Schubi. Mal drauf. Und das Ganze natürlich auch nochmal hier oben. So. Nee, das wird gerade schief. So, genau. Ja, und das soll dann halt dieser Kasten werden, in dem ich dann später schreibe, also wo ich meinen Text reinmache. Da werde ich, ja, wenn dann mit einer hellen Farbe arbeiten. Und hier will ich halt Deko drum machen. Also da will ich es dann ein bisschen was machen. Zack, so. Da komm. Das ist ein bisschen zu viel. Seite so, also ungefähr. Es soll nicht ganz, ganz, ganz genau sein. Aber schon ein bisschen gerader. So, festgedrückt. Na, da wo ihr kleben, nicht kleben sollt, da klebt er. Und genau. So, das erste. Der erste Traum. Ich habe mir hier letztens so ein Kistchen gebaut, wo meine ganzen Farben reinpassen. Und das erste, der erste Traum, da ging es um ein Schiff. Und zwar um ein großes Kreuzfahrtschiff, so wie eine AIDA zum Beispiel. Und ja, deswegen werde ich auf jeden Fall hier mit Blau arbeiten. Und ich muss mal gucken, womit noch. Vielleicht nehme ich einfach nur helle Blautöne. Muss mal gucken, wie hier so ein bisschen halt Ozean und Dings, genau. Und dann werde ich mal gucken. Ich habe ja einen Stempel praktischerweise jetzt gerade erst gekriegt von diesem großen Kreuzfahrtschiff. Und das werde ich mir hier irgendwie in Blau auch mit drauf stempeln, weil das perfekt passt. So, das fülle ich mir hier schon mal ab. Na komm. Und das werde ich, glaube ich, zum Schluss stempeln. Also ich werde jetzt als erstes hier so einen Hintergrund schaffen in Blautönen. Und dann alles schon mal vorher kam, werde ich am Ende dann das Schiff oben drauf stempeln. So, das ist jetzt so meine Grundidee bisher. Ja,
weiß nicht, ob nur zwei Blautöne, ob das nicht ein bisschen zu einseitig wird. Vielleicht nehme ich auch noch ein paar von meinen Stempelkisten. Die stehen ja da oben oder da hinten. Und überlege gerade, weil ich habe ja hier Pazifikblau. Das passt doch auch ganz gut. Vielleicht fange ich unten mit dem an. Nehme hier einfach ein Blending-Tool. Jetzt muss ich mal gucken. Blau, blau, blau. Ich muss unbedingt mir noch ein paar von diesen Dingern hier besorgen. Ich habe da einfach zu wenig von. Was habe ich für Schwarz benutzt? Ja, das hier ist zwar blau, aber ist natürlich ein ganz anderes Blau. Ich benutze die immer einfach, ehrlich gesagt, für alle möglichen Farben. Egal, also ich nehme jetzt den, der wird jetzt hier, das ist dunkelblau. Zur Not kann man den ja auch wieder ein bisschen auswaschen. So, dann gehe ich mal hier in den Kissen. Ich glaube, ich werde mir das mal ein ganz bisschen verdünnen. Ja, wo habe ich denn jetzt meine Sprühflasche gelassen? Muss ich einmal ganz kurz gucken. So, da habe ich sie und dann werde ich, glaube ich, hier unten mal so einmal reinsprühen, dass ich so. Ja, und dann fange ich hier unten jetzt einfach an. Ich mache jetzt hier auch nicht groß irgendwas auf die Rückseite, weil da ist ja so dunkle Farbe. Ich glaube nicht, dass ich da Probleme kriege. Ja, ich sehe gerade, unten nimmt er die Farbe nicht so gut an. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Wasser lag. So, ich habe da auch mit diesem Buch hier noch gar nichts ausprobiert. Also ich weiß auch gar nicht, ob das... mal kurz hier, ich mache mal ganz kurz wenigstens das so hin, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das da drüben machen will. So, ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Zu Pazifik passt das auf jeden Fall und ihr seht hier irgendwo nur die Hälfte. So, ja, dann nehme ich mal das hellere Blau hier und dann gucke ich erstmal, ja, nicht verkehrt, das mache ich auch direkt gleich aus dem Ding. Ich habe jetzt auch nicht so dolle gedrückt, ich habe jetzt nur die Restfarbe hier genommen, die auch hier unten noch ein bisschen in die dunkle Farbe rein. So. Naja, und das oben ist ja dann wieder mehr grün, da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich werde das hier für oben benutzen. Das drücke ich hier doch mal ein bisschen. Ich nutze das für oben. Und das Grün werde ich, glaube ich, so ein bisschen in den Übergang quasi machen. So, auch wenn da oben so ein bisschen weiß durchguckt, ist auch gar nicht schlimm, weil bei den Wolken kann ja auch mal ein bisschen weiß durchgucken. So, das gefällt mir schon mal gut. Dann nehme ich mir hier jetzt mal so ein grünes Teil. Zack. Und mache mir da auch nur ganz, ganz wenig. Also versuche da ganz nur einen kleinen Tropfen. Das wird geschüttelt. Doch, habe ich geschüttelt von. Oder ich überlege gerade, ob ich mit der Farbe das Schiff mache. Aber nee, das mache ich lieber mit Schwarz, glaube ich. Oder mit Grau. Mit Grau mache ich das. Weil ich möchte ja noch Text reinschreiben. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. So, die Farbe, die will ich jetzt hier einmal ein bisschen abstreifen, bevor ich darüber gehe. So, und dann so ein bisschen in die Übergänge zwischen Himmel und Maus. Das ist schon gut, ne? Wahnsinn. Es gibt mir noch ganz, ganz wenig Farbe ab. Das ist echt... Also das Zeug ist echt... Von der Trocknungszeit her, guck mal, ich habe jetzt echt ganz, ganz wenig genommen und das macht aber ordentlich Farbe. Ja, sieht schön aus. Das gefällt mir schon mal sehr gut, auch wenn es nur theoretisch nur drei Farben sind. Vielleicht ein bisschen eintönig aussieht, aber ich finde es schon gut. So in etwa habe ich es mir vorgestellt. So, und dann fummel ich mir jetzt hier die Klebedinger ab und hoffe, dass ich die hier gleich weiterverwenden kann, weil da möchte ich es nämlich genauso machen.
dann halt nur mit anderen Farben. So. Na, das sieht doch schon mal ganz schick aus, finde ich. Ja, klar, hier ist es breiter als da, aber das ist mir nicht so schlimm. Aber ich finde es sogar breiter ein bisschen schöner als den schmalen Rand, ehrlich gesagt. Aber ist egal. So, jetzt werde ich mir ich habe die nämlich nach unten gelegt, weil die waren nicht so, die waren ziemlich schnell. Also ich weiß nicht, ob da nicht so viel Farbe drin ist oder warum, aber die waren, wenn ich die nach oben, also eigentlich soll man Stifte ja eh hinlegen. Ich muss mir auch mal wirklich was anderes überlegen für meine Stifte. Also wirklich so ein Teil, so ein kleines Regal, wo ich meine Stifte alle reinlegen kann. Weil ich habe da mit denen hier auch zumindest Probleme. Seht ihr das hier? Da ist also entweder kaum noch Tinte drin. Die standen die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten. Dann werde ich meine Stabilos, wollte ich gerade sagen, nehmen. Und die habe ich jetzt natürlich nicht hier. Also ich habe welche hier, aber nicht die, die ich gerade wollte. Aber ich kann die von denen hier vielleicht benutzen. Ja, ach, benutze ich den. Das ist schon okay. Und zwar will ich jetzt hier am Rand einfach so unsauber. Ich habe nämlich bei einer Tauschpost, das Video habt ihr wahrscheinlich gesehen, mit Bastelmix. Und wir hatten ATC-Karten getauscht und sie hatte bei den Tickets, also wir haben ATC und Tickets getauscht und bei den Tickets hatte sie so einfach so drumherum gemalt, einfach irgendwie, und das sah gut aus. Deswegen werde ich jetzt hier einfach, genau, unsauber. Ach, mal gucken, ne? Hat es auch noch überall verschiedene Dicken. Na, das gleicht doch hier das Dicke wieder aus. Perfekt. Na, guck mal. So. Ja. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass es gut aussieht. Und hier habe ich aus Versehen auch noch wie Wellen gemacht. Na, passt doch alles. Guck mal. Sehr schön. Ja, und hier werde ich dann, wie gesagt, meinen Text reinschreiben. Ja, also wie gesagt, der erste Traum war so, dass ich von so einem Kreuzfahrtschiff geträumt habe. Und auf der Brücke, also das Schiff war komplett leer, es war niemand auf dem Schiff. Und es trieb so alleine auf dem Meer halt rum. Und dann ging der Traum so weiter, dass ich gesehen habe, dass auf der Brücke die Kapitänsmütze liegt. Und ich wusste dann einfach in dem Traum, dass diese Kapitänsmütze für meinen Mann gedacht ist. Und dass er quasi seinen Platz als Kapitän dieses Schiffes einnehmen will. Und das ist manchmal so, wenn man Träume von Gott bekommt, dann weiß man einfach, was sie bedeuten. Nicht immer, aber manchmal. Genau, und ja, ich wusste dann in dem Moment auf jeden Fall, dass es halt so ist, dass mein Mann halt auf die Brücke gehen soll und dieses Schiff halt eben übernehmen soll. Genau, und ich bin dann auf einmal auch da rumgelaufen als Stewardess, um mich um die Leute zu kümmern, also die quasi zu bewirten. Und dann war es so, dass mein Mann dann eben auf der Brücke stand und dann sind drei Leute auf das Schiff gekommen als Passagiere. Das sind drei Menschen, die ich auch kenne. Und Gott hat uns diese Menschen sozusagen ans Herz gelegt und wir sollen uns halt ein bisschen um diese Menschen kümmern. Genau, und jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Also das war der erste Traum und dann gab es noch einen zweiten Traum, der für später gedacht ist, also für die Zukunft sozusagen. Und ich bin gespannt. Ich gestalte gleich die Seite und dann erzähle ich den Traum auch noch. Der war auch nicht so lang.
Jetzt will ich aber erstmal hier mein Schiff fertig machen und ich bin gerade am Überlegen, mit welcher Farbe ich das mache. Ob ich damit schwarz stempel, aber ich glaube, ich nehme lieber eine von diesen Acrylfarben hier. Und ich glaube, ich nehme gelb, dass ich das hier so ein bisschen mit einem Tool drauf packe. Und da kann es ja noch durchscheinen. Und auf diese Farben kann man ja auch wieder draufmalen. Die trocknen super schnell. Und man kann dann wieder draufmalen. Das ist immer ganz gut. Und deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen mehr Farbe nehmen, weil das ja schnell trocknet. Und hier mit dem Tool überall. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wie gesagt, ein bisschen mehr Farbe. Ich glaube, Tupfen geht besser. So. Dann gucke ich mal, hoffentlich funktioniert es. Naja, hier unten nicht so ganz. Jetzt die Farbe nicht so abgegeben, wie es sollte. Aber ganz unten finde ich es auch gar nicht so schlimm bei den Wellen, weil bei den Wellen könnte ich auch noch mal selber... Ach, ich glaube, ich habe auch die Farbe wieder gar nicht geschüttelt. Gut, probiere ich es nochmal. Das geht jetzt natürlich nicht so einfach, das da genau so wieder drauf zu packen. Aber ich probiere es. Ja, aber man erkennt auf jeden Fall ein Schiff, finde ich. Man erkennt schon, dass es ein Schiff ist. Und wenn man den Text dann dazu liest, dann glaube ich, passt das schon. Genau, außerdem ist es ja eh für mich und ich weiß ja theoretisch über die Sachen. Jetzt überlege ich gerade, womit ich das wieder abmache hier von meinem Stempel. Hätte natürlich unten die Wellen vom Schiff hätte ich natürlich in blau machen können. Habe ich jetzt aber nicht absichtlich gemacht. Weil ich mir dachte, nee, nicht noch mehr Aufwand. Außerdem weiß ich nicht, ob man das auf dem Blau dann überhaupt sieht. So, Perfektos. Ja. Was war das? Ich glaube, ich werde auch oben noch einen Kompass hinmachen. Weil der ist mir ein bisschen groß. Ich habe hier einen, der ist kleiner. Den hier. Und dann nehme ich diesen kleinen Kompass noch. Und den mache ich aber in... Welcher Farbe mache ich den? Grün wie die Hoffnung vielleicht. So. Ups. Also. Sicherheitshalber und ordentlich schütteln. So, gleich ein bisschen mehr. Das Schiff hätte auch als grün wie die Hoffnung. Hätte ich auch machen können, aber ich glaube, so der Kompass steht natürlich für Jesus, ganz klar. Und den versuche ich mal hier oben. Ja, ist ganz okay. Also die Farbe eignet sich jetzt nicht perfekt zum Stempeln, aber es geht. Aus den Ritzen hier mit Wasser lösen und dann nicht, dass die Farbe da in den Ecken hart wird und dann funktioniert der Stempel nicht mehr, weil die Farbe da fest ist. So. Okay. Das haben wir auch. Ja, gefällt mir jetzt schon sehr gut. Wie gesagt, den Text werde ich dann für mich alleine reinschreiben. Ihr habt ja den Traum jetzt einmal gehört. So, und hier werde ich jetzt auch wieder, und dann werde ich hier einmal unten mit Schwarz arbeiten. Und nach oben dann immer heller bis gelb.
Und warum, erkläre ich euch dann gleich. Also ich sage euch gleich, wie dieser Traum war und warum er mit dem anderen Traum zu tun hat. Weil eigentlich wirken die nicht so, als wenn die zusammengehören, tun sie aber. Wie gesagt, ich kann das schwer erklären, wenn ihr selber Christen seid, und nicht jeder Christ kriegt auch solche Träume. Also Gott hat uns ja ganz verschieden gemacht und geht halt auch ganz verschieden mit uns um. Aber wir sollen uns auch schon nach den Geistesgaben, so nennt sich das, ausstrecken. Also Träume, Visionen, lauter solche Sachen. Ich kann sein, dass ich jetzt mal ein bisschen ins Bild muss, weil ich hier irgendwie gerade... Ja, vielleicht kriege ich es so hin. Ja, so ist besser. Gut. Okay. Ja, genau. Es gibt auch ein Sprachengebet. Ich weiß nicht, ob davon schon mal jemand von euch was gehört hat. Also wer jetzt so mit dem Christsein und vor allem mit der charismatischen Ausrichtung, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Christen. Und ich komme halt aus der charismatischen Bewegung, sage ich jetzt mal. Und da ist es ziemlich normal, dass man Träume, Visionen hat, dass man in anderen Sprachen betet. Ja, das Sprachengebet ist ein Gebet, ist eine Sprache, die man von Gott bekommt, die man manchmal selbst versteht, aber auch manchmal aber auch nicht. Also da gibt es verschiedene Sachen. Manchmal versteht man die Dinge, die man da bekommt, und es gibt aber auch Teile, die man vielleicht nicht versteht. Genau, und im Prinzip sind das einfach nur irgendwelche Silben, die dann wie eine Sprache klingen. Zum Beispiel, kriege ich das jetzt einfach so aus dem... es ist schwierig natürlich, das jetzt so einfach zu machen, wenn man gar nicht für etwas betet. Also bei mir kommt das Sprachengebet eigentlich immer dann, wenn ich intensiv für etwas bete. Genau. So, benutze ich das Schwarz. Mit dem Schwarz mache ich es jetzt aber doch mal so. Ich mache es jetzt hier doch mal so drauf, weil ich möchte natürlich nicht, dass es... Und jemand hatte mir bei der ersten Seite drunter geschrieben, ja, erst habe ich gedacht, ach, in so einem Glaubensjournal und dann mit Schwarz. Das passt irgendwie nicht so, aber am Ende hat es dann doch gepasst. Und ja, auch in der Glaubensdings gibt es natürlich Schwarz und Weiß. Ne? Genau, so wie es Gott gibt, gibt es halt auch den Teufel, und da gehört das Schwarz eben auch dazu. So, mal gucken, dass ich hier einigermaßen gerne rankomme. So, das reicht aber auf jeden Fall mit Schwarz. Natürlich die Finger wieder total ein, aber ist mir egal. So, jetzt überlege ich, ich möchte nach oben, nach oben dann auf jeden Fall gelb haben, und ich glaube, ich nehme jetzt das Kussrot von Stampin' Up. Dann nehme ich auch keins von den Dingern hier, sondern nehme hier eins, wo richtig rot ist. Und da werde ich auch wirklich, achso, ich muss mal gucken, das ist noch nicht ganz trocken. Fange ich hier mal an. Das soll auf jeden Fall dann auf dieses Rot schon, auf das Schwarz. Ja, ihr seht, da muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, das Kussrot gab es auch nicht mehr zum Auffüllen. Aber ich gucke mal gerade, ob ich das jetzt als Auffüller habe. Mensch. Nee, leider nicht. Ich habe nur das Merlot gefunden. Aber ich glaube, das Merlot ist mir zu dunkel. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Ja, doch, für den Anfang gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Soll ja auch ein bisschen wie ein Farbverlauf sein. So. Ja, doch, ist gut. So ein richtig tiefes
dunkelrot. Und dann wieder heller. So. Ja, ist jetzt hier natürlich noch ein bisschen besser von dem Menü. Das macht ja nichts. So, und von da direkt dann gleich ein Übergang zu Gelb. Dann nehme ich ruhig das hier, weil das ist hier so ein richtig heftiges Gelb. Irgendwie scheint das hier ein bisschen fest zu sein. Ich höre die Kugel hier drin gar nicht schütteln. Na, jetzt, okay. Das ist besser geworden, glaube ich. So, und dann nehme ich mir hier wieder das Gelb. Upsi. Jetzt sogar noch Farbe drin. Gar nicht wenig sogar. Die wundert mich, dass das noch nicht getrocknet ist. Vielleicht hält das in so einem Schwamm länger. Ob ich das mal hinkriege, irgendwas zu machen, ohne mich voll zu sauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Hopfen und Malz verloren. So. Und dann fange ich hier tatsächlich direkt gleich an und gehe hier gleich drüber mit dem krassen Gelb. So ein bisschen blenden auch. Okay. So, ja, nicht zu viel, sonst kommt das Outstone da oben hin. Wird hier schon zu orange jetzt, das Teil. Gut. Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Passt auf jeden Fall. Aber was ich dazu stemple oder so, also gezeichnet kriege ich es leider nicht. Am liebsten würde ich dazu was zeichnen. Aber das werde ich leider nicht hinkriegen. Und zwar war dieser Traum hier so. Ich habe halt abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, über dieses Schiff nachgedacht und wer da alles noch so drauf soll auf das Schiff. Weil das ist ja ein riesen Kutter und da passen ja, also ich habe meinen Mann mal gefragt, ob er weiß, wie viele Leute auf so ein AIDA-Schiff passen. Und er meinte ja so, er schätzt so 2000 Menschen. Und das ist natürlich schon echt krass viel. 2000 Menschen. Upsi. Also das sollte nicht passieren, aber jetzt will ich es ja eh nicht mehr verwenden. Das ist schon in Ordnung. Ja, und genau. Und dann habe ich halt so gedacht, naja, wer soll denn da halt noch so drauf? Und dann hatte ich in der nächsten Nacht einen Traum, wo Gott mir gezeigt hat, also das war wie eine Kneipe, wo ganz viele sehr düstere Menschen drin waren. Also wirklich einfach düster von der Seele her, wisst ihr, wie ich meine? Also die waren auch dunkel gekleidet, alle in schwarz und sie guckten auch ganz böse und waren halt ja nicht sehr freundlich. Sah nicht freundlich aus. Und ja, und Gott sagte halt, dass er ist. Also dazu gibt es auch die Bibelstelle, sage ich euch gleich mal. So, ich habe die Stelle gefunden, die ich gesucht habe. Und zwar steht das Ganze in Lukas 5, 26 geht's los. Und da fange ich mal an zu lesen. Und ihr seht schon, der Zolleinnehmer Levi. Als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern, verließ Levi alles und ging mit ihm. Kurz darauf gab er für Jesus in seinem Haus ein großes Fest und lud dazu viele Zolleinnehmer und andere Menschen mit schlechtem Ruf ein. Jesus und die Jünger saßen mit ihnen zusammen. Da empörten sich die Pharisäer und vor allem die Schriftgelehrten unter ihnen. Weshalb gebt ihr euch mit solchen Sündern und Betrügern ab, sagten sie zu den Jüngern. Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten.
Genau. Da steckt sehr, sehr viel drin in dem Spruch. Vor allem auch mit diesem für gesund halten, aber das ist ein Thema für sich. Aber ja, hauptsächlich geht es halt darum, diese Stelle kam mir im Traum dann direkt halt in den Kopf. Und das war halt das, was der Herr halt sagen wollte. Er ist halt für die Menschen gekommen, die noch voller Sünde sind und die noch im tiefsten Dunkeln ihrer Seele gefangen sind. Und er möchte sie halt hinaus lieben in das Licht. Und deswegen auch dieser Verlauf von Schwarz über die Rot, die Liebe, und dann hin zum Licht. Licht ist eben Wahrheit, Erkenntnis. All diese Dinge, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind. Zuerst sind wir im Dunkeln und in der Bibel steht, dass wir alle Sünder sind. Und ich glaube, wenn jeder mal so ein bisschen über sich selbst nachdenkt, dann fällt einem auch auf, dass es tatsächlich so ist. Also auch ich als Christ habe natürlich Sünde in mir. Also ich bin ja auch ein Mensch und deswegen ist ja auch Jesus für uns gestorben, für diese Dinge, damit wir eben immer wieder zu ihm kommen können und das alles bei ihm lassen können. Genau, so, und ja, das war halt dieser Traum: vom Dunkeln liebt Gott uns heraus in das Licht, dass wir die Wahrheit erkennen können. Und ja, die Wahrheit kann auch manchmal ein bisschen wehtun, aber die Liebe ist immer so groß und so stark, dass sie das alles übertrumpft. Also deswegen auch so viel Rot und ein bisschen Schwarz nur und nicht so viel Gelb. Weil das Wichtigste an dem Ganzen ist die Liebe. Und ja, das hat Jesus an einer anderen Stelle in der Bergpredigt auch gesagt. Die wichtigsten Gebote, was sind eigentlich die wichtigsten Gebote? Die Juden hatten ja sehr, sehr viele Gebote oder haben zum Teil auch heute noch sehr viele Gebote, die sie so auf sich selbst legen. Und Jesus sagt, es gibt nur zwei wichtige, wirklich wichtige Gebote. Und zwar, liebe Gott von ganzem Herzen, mit aller Seele, mit all deiner Kraft. Und das zweite Gesetz ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du diese beiden Dinge erfüllst, dann kannst du schon gar nicht mehr so sündigen. Weißt du, wie ich meine? Genau, okay. Ja, das war die Predigt dazu. Also das waren diese beiden Träume auf jeden Fall. Ja, und ihr merkt schon die Tendenz, wohin das hier gerade geht. Also wenn ich in meinem Art Journal was mache und dazu was Besonderes bekomme, wo ich das Gefühl habe, es ist gut, das auch weiterzugeben, dann werde ich das in dieser Form hier machen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe mit dem Glauben und so überhaupt nichts am Hut, ich möchte davon nichts wissen, dann empfehle ich euch, diese Glaubensjournal-Sachen euch nicht anzusehen. Genau, weil da wird es, glaube ich, immer so ein bisschen in diese Richtung zumindest gehen. Gut, ihr Lieben, ja, ich überlege gerade, ob ich mir hier auch noch diesen schwarzen Rand mache oder nicht. Ich möchte ja eigentlich, dass man schon weiß, dass die Sachen zusammengehören. Vielleicht werde ich das einfach mit einem Pfeilstempel oder so machen. Mal gucken, ich habe ja hier jetzt doch einige Sachen bekommen, wo ich... This way, genau, das ist doch perfekt. Muss ich nur gucken, weil eigentlich brauche ich den genau in die andere Richtung. Ja, ich schaue mal. Vielleicht, also ich werde ihn auf jeden Fall einmal so hin machen, weil ich werde, glaube ich, ganz merkwürdig anfangen. Ich werde nämlich hier unten anfangen zu schreiben und werde dann immer zwar schon von rechts nach links, aber ich werde von unten den Text anfangen und werde so rum das aufschreiben, weil die Leute ja vom Dunkeln ins Licht kommen sollen. Also werde ich, genau, da werde ich den Stempel mir hier so einmal hinkleben, hinmachen. Das mache ich gleich. Bevor ich das vergesse, so, jetzt habt ihr nichts gehört wahrscheinlich, bevor ich das vergesse, werde ich das jetzt machen. Das hatte ich vorhin schon, diesen Gedanken, dass ich das so rumschreiben möchte. Und dann passt natürlich dieses This Way hier gut hin. Zack, so. Passt der noch auf den? Ja, der passt gerade noch auf den. Okay. So, und das werde ich mir aber, glaube ich, einfach in Schwarz draufstempeln. Wobei, man könnte es sogar auch in Flüsterweiß machen, aber dann fällt es nicht so auf. Ich mache das in Schwarz.
Und diese Stempel hier von diesem, ich muss noch mal gucken, welcher Shop das war, aber die gefallen mir sehr, sehr gut, weil beim ersten Mal stempeln sind die gleich, sind die direkt gleich super. Also die sind jetzt nicht irgendwie doof oder so. Die nehmen die Farbe gleich super an. So, jetzt mal gucken, ich möchte das ungefähr auf diese Linie hier machen. Zack. Ja, sieht doch sehr gut aus. This way, genau. Ja, so doppeldeutig. Einmal, weil ich mit dem Text von unten nach oben schreiben will und dann auch, ja, weil das halt der Weg ist, so wie ich vorhin den Traum erklärt habe. Finde ich, passt alles total gut. Na, klebt doch. So, okay. Aber da fehlt mir noch was. Und zwar habe ich hier gerade gesehen, gibt es noch so ganz klein. Ist zwar jetzt ein bisschen doof mit diesem Riesenstempel, aber das macht nichts. Genau, das andere war Glutrot. Und jetzt nehme ich mal hier mein Kussrot und mal. Jetzt hier einfach das Kussrot. Das Glutrot, das ärgert mich wirklich. Ich hoffe, das war mit bei der Bestellung dabei, die noch einfach noch nicht angekommen ist, weil die Sachen noch nicht lieferbar waren. Na komm. Nimm ein bisschen Farbe an, bitte. So. Genau, vorhin habe ich bei dem anderen Kussrot gesagt, aber das war es gar nicht. Das war Glutrot. So, und dann packe ich das hier drauf, zack, die Liebe. Und meine Hoffnung auch dabei, Hope. Nee, Hope war nicht dabei, aber Home ist auch nicht schlecht, weil wenn man dann am Licht angekommen ist, ist man theoretisch, also praktisch zu Hause. Jeder von uns hat so eine Sehnsucht im Herzen. Und diese Sehnsucht können wir nicht stillen. Wir versuchen das. Unser ganzes Leben lang versuchen wir, diese Sehnsucht zu stillen. Mit allem Möglichen, mit materiellen Sachen, mit Beziehungen zu Partnern und so weiter und so weiter. Und wir sind immer enttäuscht und wundern uns immer, warum uns nichts wirklich glücklich macht. Ja, das ist ganz einfach, weil dieses Defizit in uns drin kann nur Gott ausfüllen. Und deswegen passt dieses Home, zack, sehr, sehr gut. Das werde ich auch in Gelb stempeln. Und zwar habe ich hier, welche Farbe ist das jetzt? Ananas. Obwohl, das nehme ich, glaube ich, in, Ananas, weil es sehr hell ist. Doch, lieber Ananas. Okay, zack. So. Ja, diese ganzen Fruchtfarben, dafür gibt es keine Auffüller mehr. Ich hoffe, dass die irgendwann mal wiederkommen. Also das ist bei Stampin' Up manchmal so, dass die mal weg sind und dann kommen sie wieder. So, ich versuche das mal hier rein zu stempeln. Gucken. Ja, kann man nicht sehen. Okay, da muss ich doch ein dunkleres Gelb nehmen. Ich glaube, ich nehme Mango-Gelb. Geht schon leicht ins Orange. Zack. Geht ja nur darum, dass man es dann auch noch lesen kann. Oder ich hätte es auch ummalen können mit einem ganz feinen Feinliner. Aber dafür ist mir die Schrift nicht schön genug, weil der Stempel doch ganz schön breit. Also da darf man nicht doll aufdrücken. Dann wird der so wie hier, dann verschmiert der so ein bisschen. Aber so gefällt es mir. Das ist schick. So. Ja, genau. Und hier mache ich noch das, auf der anderen Seite mache ich hier noch das Adventure mit drauf, weil es ist natürlich ein Abenteuer. Das mache ich, glaube ich, hier unten rein, wo das nicht so gut gestempelt ist. Und dann nehme ich wieder dieses Pazifikblau. Zack. So. So, Adventure, genau. Ja, cool. Passt ja alles super hier. Dass nicht alles runterfliegt.
Ja, so gefällt mir das schon richtig gut. Wie gesagt, ich werde hier meinen Text gleich alleine drauf schreiben. Da muss ich euch ja jetzt nicht zugucken lassen und euch mit langweilen, wie ich da den Text reinschreibe. Die Träume habt ihr ja gehört. Ich bin echt bei dem Schiff am Überlegen, ob ich da doch nochmal mit einer dunkleren Farbe, aber ich bin noch nicht sicher. Ich lasse es erstmal so. Okay, ihr Lieben, ja, das waren meine beiden nächsten Seiten, die für mich sehr wichtig waren in meinem Glaubensjournal. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen gesegneten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.